Der Aspen Mountain ist bereit für den Startschuss in die Nordamerika-Tournee im alpinen Ski-Weltcup. Herzlich willkommen, einen wunderschönen Samstagabend. Ich darf Sie hier aus Aspen in Colorado begrüßen zu einem langen Ski-Samstag mit Damen und Herren Auftakt der Nordamerika-Tournee im Doppelpack. Grüß Gott, meine Damen und Herren, schönen guten Abend, liebe Skisportfreunde. Wir sind zurück in Aspen, wo wir uns auf ein wahres Riesentorlauf-Rodeo freuen. Es wird der schwierigste Riesentorlauf dieser Saison. Das haben viele nach der heutigen Besichtigung gemeint. Und viele haben gemeint, das kann man schon sagen, obwohl es erst der zweite von insgesamt 7 Weltcup-Riesentorläufen in dieser Olympiasaison ist. Was macht diesen Riesentorlauf hier so schwierig? Alexandra Meisnitzer, unsere Expertin, hat Ihnen das Gelände schon ein wenig vorgestellt. Das ist natürlich die eine Seite, dieser Hang mit den vielen Übergängen. 2 Steilhänge sind drin, kurz, aber knackig. Und das zweite ist natürlich die Piste, die sich in den letzten Tagen ja ziemlich eisig gezeigt hat und entwickelt hat. Wir sind gestern da noch runtergezogen, da war es noch relativ griffig. Eigentlich ein Vergnügen, hier runterzufahren. Heute hat sich der Spaß in Grenzen gehalten. Durch das viele Runterrutschen, durch die vielen Besichtigungen ist es doch sehr, sehr glatt und eigentlich spiegelig eisig geworden. Und das alles trägt dazu bei, dass dieses Rennen heute hier ein Fall für die Besten sein wird. Die Französinnen hier ganz, ganz stark. Olivia Bertrand 5., Tessa Boali ex aequo mit ihr 5. und Marion Bertrand auf Platz 10. Jetzt volle Konzentration auf Eva-Maria Brehm, die 21-jährige Tirolerin. Ja, für die ist es absolut da möglich. Also die Eva, wie die oben jetzt anfängt, die schaut gut aus. Da hat sie einen Schlag erwischt. Ungestüm, aber das ist gut, schau. Das fährt sie gut. Sie mag es auch sehr gern. Ja, volle Attacke, genau, ja. Aber schau. Ja, tolle Zwischenzeit. Eva-Maria Brehmer nur 19 Hundertstel hinter Katrin Hölzel zurück. Ah, das fährt sie sehr sauber. Also, schön zum Zuschauen. Ah, da liegt es drin, ein bisschen viel Innenlage. Ja, sie macht ab und zu noch ein bisschen Fehler, sie fährt aber auch am Limit, muss man auch dazu sagen. Die attackiert da aber und die schaut aber gut aus. Aber schauen wir uns die Zwischenzeit super an. 27 Hundertstel, absolut in Schlagdistanz mit den Allerbesten hier. Eva-Maria Brehm auf dem Weg zu einer Top-Platzierung im ersten Durchgang. Ja, auch da, sie fährt wirklich sehr beherzt und das schaut super aus. Laut Herbert Mantel, eh unser Geheimtipp für heute, also ich glaube, das geht volle auf. Sensationelle Fahrt, ganz, bravo, ganz stark, Eva, super Lauf. Eva-Maria Brehm auf Platz 4, 6 Zehntel der Rückstand der 21-Jährigen. Hat ja schon in Sölden aufgezeigt, mit der 4. besten Laufzeit im 2. Durchgang. Wartet am Ende 14. heute aber, ja, bislang ihr Meisterstück im Skiweltcup. Platz 4 nach Durchgang 1 für Eva-Maria Brehm. Ja, war frei zum Zuschauen. Genauso vor haben wir es richtig korrigiert. Wir haben zwischendurch ein bisschen Angst gehabt, ob es eh noch alles ausgeht. Aber sie hat wirklich riskiert und das war cool. Also gratuliere, Eva. Hölzel, schon wieder die 2 Katrins. Katrin Hölzel führt vor Katrin Zettel nach dem ersten Lauf auf Platz 4 mit einer tollen Leistung. Eva-Maria Brehm, auch sie mit guten Aussichten, zumindest auf einem Podiumsplatz hier in Aspen. Das ist das Resultat nach dem ersten Lauf. Weiter geht's beim Peter. Ja, mit der strahlenden Erscheinung dieses ersten Durchgangs, Eva-Maria noch außer Atem richtig durchgeschnauft. Wie war das möglich? Ja, ich habe einfach probiert, den Ski gehen zu lassen. Ich habe zwar kleine Fehler gemacht, aber ich glaube, durch das hat mich dann nur mehr angestachelt, dass ich nur mehr gehen lasse. Und das war dann das Rezept, glaube ich. Dankeschön, Eva-Maria. Alles Gute für den 2. Durchgang. Den sehen Sie bei uns natürlich wieder live. Das wird so sein. Ab etwa 20.45 Uhr sind wir zurück hier in Aspen. Wie gesagt, Katrin Zettel, 4 Zehntel hinter Katrin Hölzel, der Weltmeisterin, und eben Eva-Maria Brehm. Diese 4 Läuferinnen werden sich wohl den Sieg hier untereinander ausmachen. Bei uns in